Wir haben in der Vergangenheit schon ganz, ganz viele Anregungen von euch bekommen. So. Ja, keine Moni da. Kann sie nicht finden. So ein Mist. Ja. Was machen wir jetzt? Der Langmann ist auch schon da. Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen. Ja, neue Folge Freistadt TV ist ein bisschen schwierig heute, weil ich habe es gerade versucht, im Shop die Moni zu finden, aber da hat ja heute frei. Ne? Sowas Blödes aber auch. Was machen wir jetzt? Ah, liebe Freistadt TV-Freunde, da könnt ihr mir jetzt einfach helfen. Ne? Seit über 2 Jahren machen wir Freistadt TV. Folgen schon jeden Freitag. Ich glaube, wir haben hunderte von Themen schon gebracht. Jetzt liegt es an euch. Habt ihr Ideen, Vorschläge, was aus dem Campingbereich, Zubehör? Habt ihr spannende Fahrzeuge, die ihr mal vorgestellt bekommen wollt von uns? Oder auch gerne im Servicebereich. Lasst es uns einfach wissen. Mein Freistadt TV-Team hat weiterhin viel Spaß, Lust und Laune, eure Themenanregungen umzusetzen. Schreibt uns hier die Vorschläge oder gerne auch auf pa@derfreistadt.de. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal, euer Thomas Liebscher. Tschüss. Wir haben ja gerade die Maler bei uns von der Firma Corso. Da müssen wir jetzt mal kontrollieren gehen. Das ist ja schon hier alles schön gestrichen. Die Treppen werden auch neu gemacht, dass man nicht hinunterrutscht. Die Wand ist auch schon fertig. Super, jetzt schauen wir noch, ob der Freistadt-Schriftzug erledigt ist. Mit meiner Vorarbeit. Ja, sehr gut. Perfekt. Ja, dann sind wir eigentlich schon super gut vorbereitet für unsere Herbstmesse, unsere Herbstsonderschau, die ja am 11. Oktober anfängt, über 2 Wochenenden. Das sind auch sonntags für Sie dann da, bis zum 20. Oktober. Ja, jetzt warten wir nur noch auf die Modellneuheiten der Modelle Jahr 2020. Die werden jetzt auch in der nächsten Zeit sicherlich hier eintreffen.